Back in Action, hier mit dem Waschbewerber bei Watch Dogs und Bob, dem Baumeister da hinten. Wir haben es übrigens in unsere Villa reingeschafft. Da haben wir eine Schwachstelle erkannt, sehr schön. Indem wir haben auch schon ein bisschen im Pool dann rumgeplanscht, ist leider etwas gegnerisch jetzt hier, deswegen ist es nicht mehr so toll. Und wir haben das Wasser mittlerweile auch abgelassen. So, dann gehen wir doch einfach mal und machen uns auf den Weg hier. Hey, wir können was hacken. Hm, 600. Oh, Leute, Leute. Bleibt, Leute. Oh, ja. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Ist egal, wir hauen einfach mal ab. Wir müssen hier durch, schnell. Wie war denn das jetzt mit unserem Blackout? Gut. Also macht man das Ganze. Unsere Feuerwehr ist plötzlich verletzt. Das ist ein schlechter Tag für uns hier. Ja, wir wurden mit einer Feuerwehr fest... Ja, oh, ich glaube es nicht. Oh, das wird nicht gut enden für uns. Ja, dann guck doch mal nach. Na kommt. Traut euch doch, traut euch doch. Okay, anscheinend war das nicht so gut, was wir gerade gemacht haben. Verdächtiger vor Ort, wir sehen ihn. Okay, komm runter hier hin. Eine Streife. Wir brauchen dringend ein Fahrzeug. Jungs, seid nicht mehr gleich so brutal. Oh man, da ist ja richtig viel los hier an der Stelle. Da komm rein hier. Ja. Was? Nicht rammen, nein! Ich werde ein neues Auto! Leute, ihr seid unfreundlich. Immer gleich Stress machen und so weiter. Ich hab doch nur einen mit der Feuerwehr und... Och man. Da ist richtig viel Party hier gerade. Ja, CTOS-Zugang werdet ihr wirklich brauchen, aber... Nicht um mich aufzuhalten, sondern eher gesagt, um abzuhauen. Komm, hier gehen wir mal lang. Nein, 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 Ich kontrolliere die Nebenstraßen. Ich hab den Verdächtigen verloren. Yeah. So macht man das. So kommt man weg von der Polizei. Hoffentlich. Oder? 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 Wow. 948 Adam für Leitstelle. Wir fahren zurück. Oh man, 225 Punkte für die Polizeiflucht. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ah, Junge, guck mal her hier, einmal volltanken bitte, danke. Und einmal Geld abholen hier. Na komm. Okay, dann können wir auch gleich wieder die Tankrechnung bezahlen. 20.000 sollte reichen zum Tanken. So, wir sind jetzt an dieser schönen Stadt und wir wollten jetzt ja Clara treffen. Oh, Moment. Wenn ihr das natürlich so normal machen würdet, an der Tankstelle einfach so irgendeinen Wagen mitnehmen, dann macht das bitte nicht. Aber, hey. Damit ist das ein geiles Tag. Jupp, sie ist echt deine Tante, Mensch. Kümmer dich doch mal um sie. So, die Kiste geht ja richtig ab.
am LKW vorbei, das schaffen wir. Ja, das ist super. Na komm. Aquaplaning ist hier gar nicht so einfach. Ziemlich rutschige Angelegenheit gerade. Oh, komm vorbei. Nein, Gegenverkehr. So, meine Junge, du willst auch unter? Mach mal ein bisschen Platz. So, wir sind gleich bei Clara. Die wollte aber auf uns warten, damit wir, ich glaube, gemeinsam dort einbrechen können. Oder wir brechen natürlich nicht an. Wir schauen uns dann nur ein neues Objekt an. Einbrechen tut man ja nicht. Oder nur, weil man sich nicht erwischen lässt, aber... Ja. Das wisst ihr nicht von mir. So. Die Paner sind auch noch hier. Entschuldigung, Obdachlose. Wir wollen ja nicht respektlos sein. So. Mission mitgestartet. Akt 2, ein fast leeres Plätzchen. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. Auf jeden Fall ist uns das recht. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da rein am besten? Hast du Tobias gefunden? Hab ich. Und? Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Hab ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich sehe dich dann. Na, wir bereiten das ein wenig vor. Wenn wir uns hier auch mal ein wenig bewaffnet rumbewegen. Hier ist ein Fahrzeug einfach so. Weiß nicht, ob ich das gut finde. Komm mal hoch hier hin. Probieren wir doch mal hier hinten an diesem Kran hochzukommen. Mal gucken, was da oben schon auf uns wartet. Dann nehmen wir schon mal ein paar Köder sicherheitshalber. Ich glaube, wir sind gar nicht so verkehrt hier. Na toll. Gut, wir sind ziemlich verkehrt hier. Wir müssen hier irgendwie lang. Hey, da ging was zu hacken. Kameras, die überwachen, okay. Nee, springen wäre blöd. Kommen wir hier rüber? Nein, aber da ist ein Lift und das ist doch schon mal für uns ein Zeichen, wo wir hin können. Also hat uns das jetzt nicht wirklich was gemacht, außer dass wir jetzt hier ein bisschen was Neues an Informationen rausbekommen haben. Aber es ist auch okay. Ja, man fängt ja immer mit kleinen Sachen an und so. So. Dann wäre vielleicht auch hier noch lang. Ne. Okay, dann geht's wieder ab nach unten. Halt über die Leiter. Oder gleich ein paar schon. Ist auch okay. Hui. So, bewaffnet und gefährlich geht's hier weiter voran. Hier stehen überall Autos rum. Ich finde das nicht in Ordnung. Schon gemacht. Du kannst mein Baby also in Ruhe lassen. Bitte.
Bin mir nicht ganz sicher, wie wir hier reinkommen sollen. Vielleicht müssen wir doch da hinten rüber. Gehen wir nochmal rein hier eben. Ich schaue nochmal ganz kurz rum, aber ich glaube, wir müssen von hier oben irgendwie da rein, weil da Stacheldraht rum ist. Sah zumindest danach aus. Ja, wir werden so nicht reinkommen. Das heißt, wir müssen irgendwie hier unten reinkommen. Hm, vielleicht darüber. Da gehen wir noch mal ganz kurz rumgucken. Ansonsten werden wir noch mal hochklettern. Na hopp. Hey. Keine Müdigkeit vorschätzen. Laufen soll gesund sein. Halt, Moment. Was drin? Nee, da ist nichts drin. Okay, schade. Ich dachte, da im Container hätte ich noch was erblicken können. Aber irgendwie war es wohl nicht der Fall. Und hier kommen wir auch nicht drüber, auch wenn ich es eigentlich gedacht hätte, aber okay. Gut, das heißt, wir müssen wirklich nach oben und uns von oben irgendwie einen Durchgang suchen. Zumindest vermute ich das Ganze einfach mal. Vielleicht liegen wir links noch total falsch, wir werden es sehen. Aber hoch hier hin. Aber es wird auch erklären, warum wir da oben ursprünglich auch ein bisschen was hacken konnten. Ist ja nicht so, dass man da meistens umsonst was hacken kann. Aber Logo! Oh. Ah. Na, geht doch. Nummer 1, noch 2. Generator läuft. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blum wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur... Dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Coole Fantasie von ihr auf jeden Fall. Sie möchte uns gerne tot sehen. Okay, da sind Leute. Wir sollten aufpassen. Nicht zu viel Aufsehen erregen. 50 Meter, ob wir hier hochkommen. Yeah. Meine Datei gefunden, dann habe ich mich wohl geirrt. Ich hoffe, du hast die Tour durch die schmutzigsten Abgründe des Internets genossen. Hat dir die Hodenfolter besser gefallen oder das mit dem Pony? Du bist dran. Ich wusste, dass es eine Kamera sein könnte. Wir hacken uns hier in den Kreis rum und landen quasi nirgendwo. Na toll. Das war natürlich vollkommen geplant. Also irgendwo oben. Na, wie kommen wir hier hoch? Die Kamera gibt uns nicht wirklich... Ne, die gibt uns keine neue Perspektive. Und irgendwie müssen wir auf diese Container raufkommen. Vielleicht... hier hoch? Hopp. Ne. Anscheinend nicht. Aber wir haben den Kran.
Okay. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ist nur die Frage, wie wir auf den Kran am besten raufkommen. Kommen wir wieder zurück hier. Und auf geht er. Dann fahren wir mal rüber. Sehr geil. Schöne Sonneneffekte. Hammer Spiel auf jeden Fall. Okay. Wir sind erstmal oben auf dem richtigen Punkt angekommen. Und Generator 2. Jetzt sind wir oben gebracht. Einer noch. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. Sie hat auch Clubjacken, Mensch. Ah, Ray! Du hast meine Datei gefunden. Hab mich schon daran gewöhnt, dass es rund um die Uhr Männer regnet im Bunker. Und in deinem Wagen. Und in deinem MP3-Player. Und jedem Laden, in dem du einkaufst. Wenn du den Track willst, mache ich dir gerne Kopie. Er meint so ein bisschen einen auf It's Raining Men oder was? Unglaublich. Ja, jedem das seine. Also wenn ihm das gefällt, dann bitteschön. Oh, das ist doch vielleicht sogar unser Zugang hier gleich. Ab nach oben. Nicht? Doch, vielleicht. Oh. Könnte was werden. Voll das Jump and Run hier mittlerweile. Oh, das sieht gut aus. Wir müssen irgendwie noch reinkommen. Wir müssen uns reinhacken. Ist hier eine Kamera? Irgendwo? Da ist eine. Und wir entriegeln die Kiste. Und damit sind wir drinnen. Am letzten Generator. So, Aiden. Dann mach mal an die Kiste. Halt, Moment. Sind wir doch nicht? Dann geben wir nochmal einen Lift rein hier. Ist bestimmt hier unten. Ja, eindeutig, da ist es auch. Hopp. So. Generator Nummer 3 wird aktiviert. Sollte reichen. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. Oh yeah. Also Clara, warte auf uns. Wir sind auf dem Weg und sehen uns in der nächsten Folge von Watchdog. Bis dahin. Ein verwaistes Industriegelände? Hier soll ein Bunker sein? Na, wenn Clara, die Gute, sich hier nicht nur was eingebildet hat. Immerhin, die drei Generatoren laufen wieder. Mal sehen, was uns in der nächsten Folge hier erwartet. Ob hier wirklich ein Bunker ist. Danke auf jeden Fall fürs Reinschauen. Lasst mir doch ein Like. Und wenn ihr mögt, vielleicht auch ein Abo.